Oh, das ist so. Ja, ach hier, guck mal, kriegt man ein paar eine Fresse, die blöde Schlampe. Hier, du Fotze. Weißt du, was du bist ein elendiger Hurensohn, mehr bist du nicht. Du hässliches Stück Scheiße, Alter. Weißt du, wer ein hässliches Stück Scheiße ist? Das bist einzig und alleine du, weil du kannst nicht. Du bist nur ein elendiger Schnauze. Du bist der größte Hurensohn auf dem Staat, der hier rumrennt beim FBI, du korruptes Stück Scheiße. Alter. Die Waschmaschine ist im Schleudergang, aufpassen. Mann, du bist doch nur eine blöde Alte, Alter. Halt's Maul, Alter, du blöde Schlampe. Halt's Maul. Ja, komm, du hast eine Glatze. Du bist nichts anderes als ein Hundesohn. Ja, Mann, sie ist einfach auf mich eingeschlagen, die blöde Alte. Hat sie Pech gehabt. Was ist denn hier passiert? Und zwar, ja, mir ist es gerade zu Ohren gekommen, hier gibt's gerade Probleme wegen dem Rollenspiel gerade. Du nennst das Rollenspiel, in dem du Frauen beleidigst und RDM und VDM betreibst, ist okay. Ist okay, du hast keine Ahnung, was RP ist, mein Freund. Okay, also pass auf, also erstmal grundsätzlich, also ich möchte das gerne hier sachlich reden, also sachlich klären, weil, wie gesagt, also das ist nur eine Rolle. Ich habe niemanden VDM'd, ich habe auch niemanden RDM'd. Ich habe einfach nur den Schlag genutzt, um dementsprechend Informationen aus dir rauszubekommen. Also mehr war das jetzt eigentlich auch im Grunde nicht. Und mir war jetzt eigentlich okay, nur wichtig... Okay, ich hoffe, du wirst auf anderen Servern auch gebannt für dein Fehlverhalten. Ich hoffe, das läuft bei dir. Eine Frage, also ich möchte das ja sachlich klären. Kannst du mir mal kurz nur erklären, warum du das jetzt so persönlich nimmst? Weil wir sind ja eigentlich hier, sind ja eigentlich alles erwachsene Menschen, um das jetzt hier quasi zu klären, also die RP-Situation. Kannst du mir das mal kurz sagen? Für mich benimmst du dich wie ein unreifes kleines Kind und sonst gar nichts. Ihr kommt zu mir und beleidigt mich, nutzt Emotes aus, um Sachen zu unterstellen. Weißt du was, es ist mir fucking shit egal, Freundchen. Du bist mir so scheißegal, weil du hast nichts anderes aus einer Riesenfresse und nichts dahinter. Also, wie gesagt, also ich distanziere mich natürlich von dem, was meine Rolle ist, weil ich spiele ja nur eine Rolle. Also, das heißt jetzt nicht, dass ich also auf dem Server genauso bin, wie ich jetzt in echt bin. Also nochmal, also wie gesagt, wenn das jetzt komisch rüberkam für dich, dann möchte ich mich jetzt nochmal entschuldigen, aber Fakt ist auf jeden Fall, ich habe da jetzt nur eine Rolle gespielt, ne? Das ist jetzt der Unterschied. Also das, was du jetzt gerade von mir dort erlebt hast, also ich war der mit der Glatze, das war halt nur eine Rolle. Das hat nichts mit mir persönlich zu tun. Du kommst angeschissen und fängst an, mich zu beleidigen. Ist okay. Nein. Nein, Duke, ich antworte dir nicht mehr. Ganz einfach. Naja, also ich meine, die Sache ist halt, du hast halt mit Behauptungen um dich geworfen. Du hattest gesagt, ich habe dich VDM'd und ich habe dich RDM'd und das habe ich nicht getan. Darauf ich habe gar kein Emote gemacht. Erzählt bitte keine Lügengeschichten, ich hab's auf Clip, okay? Also lüg nicht. Ich lüge ja nicht, also wie gesagt, also man hat gesehen, dass du ein Emote gemacht hast und daraufhin haben wir uns bezogen. Also ich habe kein Emote gemacht, das war ihr. Ganz ja, sei bloß ruhig. Hey, Ruhe jetzt. Und wir können das ja im Rahmen dieses Gesprächs hier doch klären. Also deswegen verstehe ich halt nicht den Grund, warum man denn da so ausrastet und dann auch sehr persönlich wird. Das verstehe ich nicht. Also als erwachsene Frau... Weil ich seit 2 Wochen wieder belästigt werde mit alten Informationen, obwohl mein Char schon lange tot kann, ist und es nervt nur noch. Pass auf, er kann dafür nichts. Er erklärt gerade seine Situation, dass ihm die Informationen zugesteckt worden sind. Und aber das ist dieser Regnon, der reinscheißt. Der ist beim FBI. Hör zu, unsere Information ist es jetzt, das rauszufinden, wer da reingeschissen hat. Der Duke, der kann da gerade nichts für. Ich weiß gar nicht, wovon sie sprechen, weil du bist ja dann... Ich habe Nein gesagt und ihr seid trotzdem weiter drauf rumgeritten. Ein Nein akzeptiert ihr Männer grundsätzlich nicht. Das ist mir schon 100-mal aufgefallen. Bist du männerfeindlich? Was heißt Nein, aber Nein? Ich habe vorhin Nein gesagt und ihr habt mich trotzdem weiter belästigt. Wo ist da ein Nein nicht zu verstehen? Pass auf, da, um das abzuküssen. Ja, was so, willst du? Wofür? Ja, ich wollte nur fragen, kann ich den Content, die Sachen, weil das halt deine Stimme zu hören, kann ich das denn benutzen für eine Nein. Aufnahme? Warum nicht? Nein, will ich nicht. Ja, ganz einfach. Ja, aber warum denn nicht? Nein. Okay, und was ist, wenn ich es jetzt trotzdem mache? Dann hätte ich dir meinen Rechtsanwalt auf dem Hals. Ja, dann mach das mal, du blöde Alte! Der kann nämlich nichts dagegen machen, weil es nämlich nicht gegen Datenschutz ist. Tut mir leid, da musst du leider rumheulen. Hallo, nicht so. Oh, dann heul doch du rum, du kleine Bitch. Weil das kannst du nämlich nichts anderes. Aber ey, ich hab dich... Ey, die ist ja mal wirklich durch, die Alte. Ey, wirklich... We got you. Alter, Kollege, du weißt ja.
Oh, war das krass, ey. Scheiße.